Ah, komm. Zack. So sind die... Okay, das ist eigentlich egal, weil die halten nicht viel aus und da macht es nicht viel Sinn, die zu stunnen. Aber man kann sie ja trotzdem mal stunnen und dann draufhauen. Warum nicht? Macht Spaß. Lustig, lustig, tralala. So. Spirit Heart, bitte. Nein, Lives. Kostet mich ein Herz. Ich mach's trotzdem. Jetzt sind wir zum einen immer dauerhaft die Dings. Die Hure von Babylon. Und zum anderen sind wir schon fast Guppy. Also Schaden. Wirklich ein hoher Schadensmultiplikator, den wir jetzt haben. Und nur noch ein Item, das uns von Guppy trennt. Und das ist für mich eines der wichtigsten Sachen, dass man immer so Guppy in der Hinterhand hat. Wenn irgendwas passiert, Guppy. Und wenn ich jetzt noch Guppys Head finde, dann bin ich wunschlos glücklich. Obwohl, na doch, Guppys Head. Guppys Paw nicht mal, aber Guppys Head. Wichtigstes Item für mich. Der Kopf von Guppy. So, komm, hier drin. Nein, natürlich nicht. Wie sollte der auch da reinkommen? Der muss ja in einer roten Kiste, wenn sein. Rote Kiste, Cursed Room oder im Deal, ne? Ihr kennt ja die Auflagen, die der Teufel da an Guppy stellt. Warum auch immer eine Katze ein Teufelsitem ist und kein göttliches. Katzen sind ja die Boten zwischen dem Jenseits und dem Diesseits und bliblablub. So, was sind das? Eine Tasche mit Bonbons. Extra Pillenraum. Zünde ich Speeddown. Ja, danke. Kannst mir mal die Füße küssen. So. Wir haben jetzt extrem viel Pillenraum, oder? Kann das sein? Ja, und ich kassiere hier Schaden ohne Gleichen. Das ist nicht gut. Ich darf nicht so viel Schaden nehmen, weil so viel Herzen haben wir nicht. Und da kommt mir jetzt mein Boomerang wieder zugute. Funktioniert das auch mit Truhen? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob ich auch Truhen damit ranziehen kann. So, komm. Nicht so nah. Truhen kann ich damit scheinbar nicht zu mir ranziehen. Ist aber auch nicht ganz so wichtig, weil ich habe ja ein paar Bomben gesammelt. So, komm. Ja, ich hatte mir eher auf ein Guppy-Item gehofft. So, wir gucken nach, was ist. Puberty. Habe ich gerne. War in dem Shop noch irgendwas Wichtiges, was ich mir kaufen kann? Ich meine, ich habe so viel Geld. Oh ja. Curse of the Maze hat wieder zugeschlagen und uns an einen völlig anderen Ort versetzt, an dem wir gar nicht hin wollten. Achso, wir waren eben schneller wegen dem Pilz. Ja, super, du hast nichts für mich, Greed. Sei doch einmal nicht so geizig. Guck jetzt nochmal hier oben. Ob wir hier irgendwie einen Itemraum haben oder zumindest einen Tinted Rock. Oder sowas, das ist auch schön. Ja, ich habe eigentlich gehofft, dass dann eine Karte für uns rausspringt. Petrified Poop. Ah, nee, da wohl. Nee, ich nehm's nicht. Auch wenn da die Chance ist, Spirit Hearts zu bekommen, nee. Hier wäre auch die Chance nochmal, um Spirit Hearts zu spielen. Naja, die Chance. Dass Curse of the Maze mich umbringt, ist relativ hoch. Ja, ihr seht's, ich werde hier wahllos durch die Gegend geschickt. Also ganz, ganz vorsichtig laufen. Das ist das Böse an Curse of the Maze. Nicht mal, dass man nicht weiß, wo man rauskommt, sondern dass man nicht weiß, ob man nicht in einem Raum rauskommt, in dem Stacheln auf dem Boden sind. So, du noch. Obwohl, ich mache erstmal den da hinten. Die Fliege hier, die ist ja Nebensache. Schönste Nebensache der Welt ist eine Fliege. Wusstet ihr noch nicht? Dann wisst ihr es jetzt. So, du blöder Wurm. Ich treffe ihn aber auch nicht, dass er mal stehen bleibt. Naja, jetzt ist er hier relativ an einem Fleck und die kleinen Würmchen hier, die sind liebe kleine Würmchen. So, tot, Bombe, vielleicht was Gutes, Bob's Brain, nein, dieses Brain nehme ich nicht mit. Könnt ihr vergessen, ich nehme dieses blöde Brain nicht mehr, ich will es nicht mehr, es hat mir bis jetzt nur Unglück gebracht. Und ich weiß, es kommt darauf an, wie man damit spielt, aber ich kann damit nicht spielen und ich weigere mich damit weiterhin zu versuchen zu spielen. So, stirb und das Mäntelchen hier, Mantelfieh. Ummanteltes Vieh ist jetzt auch tot. Wow. Fleischzombie, Fleischzombie. Böse Fleischzombies, alle töten. So, komm, du stirbst noch. So, und einer ist okay. Aber wir haben ja noch keinen Boss und ich muss aufpassen, dass ich dieses Brain nicht einsammle.
Ich meine, es ist kein schlechtes Item, aber es ist auch kein gutes Item. Ja, ich gehe jetzt hier ganz vorsichtig durch die Räume, immer mit der Angst, dass mich Maze wieder in den Stachelraum bringt. Kann nämlich immer ganz schnell passieren. Und warum ist eigentlich Bad Trip noch keine Full Heal Pille? Oder muss ich da ein halbes Herz haben? Oder darf ich da keine schwarzen und Spirit Hearts mehr haben? Es kann auch sein, dass ich da überhaupt keine Herzen mehr haben darf, außer ein rotes. So. Boss, komm. Krieg. Von dir krieg ich nicht genug. Meine schlechten Wortspiele, die müsst ihr nicht verstehen, die müsst ihr einfach bloß lieb haben. Ja, die wollen auch lieb gehabt haben sein. Wie auch immer. So, zack. Bleib mal stehen, mein lieber Krieg. Aber der bleibt auch nicht lange gestunt. Nee, der bleibt gar nicht lange gestunt. Oh Gott, der ist schneller als ich. Zum Glück helfen meine vier Shots da ganz lieb mit. Und mein toter Vogel. Toter Vogel ist, glaube ich, zusammen mit den vier Shots jetzt hier ganz gut, um den abzulenken. Aber ich glaube auf Dauer, ich muss in der nächsten Ebene mir nochmal im Shop ein Spirit Heart holen. Oder jetzt zu Guppy werden. Da ist Guppys Tail. Oder Guppys Hairball. Ich nehme mal Guppys Tail. Guppys Hairball lieber nicht, weil ich bin jetzt Guppy. Ja, ich bin Guppy. Guppy zu sein reicht mir eigentlich. Da brauche ich keine roten Herzen. Curse of Darkness ist mir so wurscht. Ich bin Guppy. Bin Guppy, das kleine Krokodil. Ja. Nein, das kleine Kätzchen. Und das Kätzchen hat auch ganz, ganz böse Krallen. Hör, was bist du denn? Faith Up. Rosary Breath. Blablabla. Kann schon gar nicht mehr reden. Tinted, 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 hier hinten Tinted? Ich glaube nicht, aber ich spring trotzdem. Ne, habe ich richtig gesehen, hier gibt es keine Tinted Rocks, obwohl es müsste eigentlich. Weil so ein Raum, der kann nicht ganz alleine stehen, wenn da nicht irgendwo ein Tinted Rock drunter oder irgendwas unter den Dingern versteckt ist. Ich habe keine Herzen für dich. Oh Gott. Das hätte mich beschützen sollen, ich habe meine Maske, glaube ich, nicht mehr auf. Oh Gott. Ich nehm's auf mich. Ja, gebt mir alles, was ihr habt. Und ist auch noch The Dark One. Aber The Dark One gegen Guppy, da könnt ihr euch ja denken, wie der Kampf ausgeht. Ne, mein lieber Freund. Bild ihr bloß nichts drauf ein und du auch nicht, Loki. Du kämpfst hier gegen Guppy. Guppy ist eine bessere Gottheit als du. Na? So ist brav. Immer schön sterben. Oh, fu. Ja, jetzt habe ich ihm aus Versehen ein Herz gegeben. Ich wollte dich nicht bezahlen. So, erster ist tot, zweiter ist auch tot. Ja, das rote Herz, damit kann ich jetzt nichts. Oder kann ich nichts machen gerade. Ja, und so ein Körperchen rennt hier noch durch ihn. Losfliegen, tötet sie alle. Kill them all. So ist brav. Ja, für euch gibt es hier nicht viel zu tun. Ich brauche das Spirit Heart. Es führt kein Weg dran vorbei. Und der goldene Schlüssel, damit sein Schlüsselchen, der bringt mir nichts. So, komm, Balls of Steel, darauf habe ich gehofft. Das war jetzt die einzige Chance, dass es Balls of Steel ist. Oh Gott, und ich krieg hier natürlich wieder Schaden. Aber das ist mir so egal. Oh, da war ein Tinted. Der hier ist, glaube ich, Tinted. Nee, der nicht ist Tinted. Ups. Falsch geguckt, aber trotzdem noch einen Tinted mit erwischt. Der ist nicht Tinted. Und der ist auch nicht Tinted. Noch ein paar Spirit Hearts und wir kommen in die richtige Richtung. So. Ja, schön Angst machen und dann abballern. So. Na, komm. Stirb, du Kopf. Das habe ich auch noch zu keinem gesagt. Stirb, du Kopf. Welch eine Beleidigung, du Kopf. Na, mein Fötusengel oder wie auch immer man dich nennen möchte. So. Ein Raum voller Items. Ich hoffe auch Tinted Rocks, aber ich sehe gerade keine. Aber vielleicht springt ja wieder ein Life-Upgrade bei raus. Nee, nur nochmal Bob's Brain. Das Ding will ich nicht. Was bist du? Noch eine Amnesia-Pille. Danke. Will ich nicht. Ja, meine Fliegen sind hier erstklassig. Muss ich nicht mal daneben stehen, dass die Viecher umlegen. Oh, was würde ich jetzt für den Diener, den Dämonendiener geben? Na gut, dass ich es jetzt diesmal noch rechtzeitig gesehen habe.
Die Viecher sind so garstig, die Spinnen, vor allen Dingen hier in der Dunkelheit. Hier oben Geheimraum. Leute, ich mache euch hier zwei Parts draus, ne? Nur, dass ihr es schon mal wisst. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich da zwei Parts draus gemacht habe. Muss sein. So, mal gucken. In dich möchte ich nicht schon wieder reinlaufen, außer ich krieg noch ein paar rote Herzen, die ich dir geben kann. Und hier ist, ja, Pin. Pinny, 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 Pinny. Warum versuchst du es eigentlich immer wieder? Du bist der schwächste aller Bosse. Oder einer der schwächsten aller Bosse. Und du weißt doch, dass du gegen mich nicht gewinnst. Aber er versucht es trotzdem. Er ist zumindest mutig. Zumindest gibt er nicht auf. Da habe ich ja schon mal großen Respekt vor. Gegner, die ich aufgeben, die finde ich gut. Sind mir sympathisch. Und jetzt mache ich mal am Kalt, weil ich bin Guppy. So. Ja, Mom. Hast dich mit Guppy angelegt. Auch wenn es hier dunkel ist. Hast dich mit Guppy angelegt. Vergiss es. Hast jetzt schon verloren. Ja? Was hast du dich auch mit Guppy anzulegen? Oh, ich habe Schaden kassiert. Ja, da lasst, dass Guppy nochmal einen Schlag versetzen konntest. Mistding. Also, Mist Mom. So, Tinted Rocks. Keiner. Keiner, 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 keiner. Okay, keine Tinted Rocks, nur ein Cursed Room. Spirit Heart wäre mir ehrlich gesagt lieber. Ja, gib mir halt nur Mist. Und wenn ich es richtig sehe, sind das hier alles Amnesia-Pillen. Ja, danke. Die brauche ich. So, ab in die Dunkelheit. Na, was hast du für mich? Wump. Irgendwas Starkes. Oh, Augen. Augen sind gefährlich. Nicht so gefährlich, aber gefährlich. Eifer und Pilz and ate them. Super. Hätte ja ruhig mal irgendwas Gutes sein können, aber nein. Das Gute gibt's für mich nicht. Danke. Pheromone. Luck up, das ist schön. Speeddown brauche ich nicht und Speeddown brauche ich immer noch nicht. So, die Viecher hier, die sind ja wieder ganz okay. Bomben, was will ich mit so viel Bomben? Ich habe jetzt wieder so viel Zeug, das ich nicht brauche. Und vor allen Dingen das, die explodiert, ja. Die explodieren, diese dunkelgrünen, die immer explodieren. Die sind furchtbar als Gegner. Also für Gegner sind die echt übel. Also an sich sind das ja keine schlimmen Wesen. Ich meine, sind bestimmt ganz nett, wenn man die besser kennt. Aber so an sich finde ich die total dämlich. So, wir gucken mal. Ach, das ist diese Pin-Version, die man nur am Schweif verwunden kann. Der ist auch übel. Der hält nicht ganz so viel aus wie Pin, glaube ich. Obwohl Pin hält ja auch nicht so viel aus. Aber er hält echt nicht viel aus. Ist aber dafür halt doof zu verwunden. Kann man nicht anders sagen. Weil ihr seht ja, ich treffe ihn, wenn er nicht gerade seinen Schweif aus dem Boden reckt. Habe ich ihn kaum getroffen. Aber Speed Up, Size Down und eine iPhone-Pilzpille nützt uns nichts. Also springen wir gleich weiter und versuchen das Herz umzunieten. Ach man, das ist hier ein Run. Aber Guppy, das ist schön. Und ganz ehrlich, nachdem wir als Eve gestartet sind, was kann man anderes erwarten als Guppy? Das Ding werde ich in die Luft jagen, glaube ich. Weil Herzen, obwohl ich könnte auch Herzen spenden, aber ich sehe da nicht so den Sinn drin. Hä? Der hat gerade ein Spirit Heart gespendet, statt ein normales. Jetzt müssen wir ein Spirit Heart wieder. Mistding. Oh. Du. Was auch immer du bist. Ja? Bist böse, ne? Weil ich mich unter der Erde über so einem Abgrund versteckt habe. Kannst nicht hin. Mistvieh. Ich verliere gerade meine Herzen. Mistvieh. So. Spirit Hearts. Nicht normale Herzen. Sollte ihr echt so eine Spendenaktion machen. Wie viel Spirit Hearts spendet ihr mir? So, komm. Noch ein paar Spirit Hearts. Gut, dass ich die Spinnen noch gesehen habe, ne? Und dass meine Fliegen sie gesehen haben, ist noch besser. So, erstmal hier verstecken. Ja, tauch halt direkt unter mir auf. Mistding. Ja, ich habe jetzt schon fast keine Herzen mehr. Ich brauche jetzt dringend wieder Spirit Hearts. Sonst wird Moms Herz echt
Problematisch, auch wenn wir vom Schaden her extrem übel sind. Und unsere Fliegen sind deshalb noch übler, weil die machen ja irgendwie 200% Schaden. Aber ohne Spirit Hearts, so langsam, ist es gefährlich. Also mehr als gefährlich. Gefährlich ist gar kein Ausdruck dafür, was das jetzt wird. Ja, ihr seht, ich habe wieder Schaden genommen. Ich weiß nicht, warum meine Maske mich nicht beschützt, aber ist ja auch wurscht. Oder ist sie schon längst zerbrochen? Kann auch sein, dass sie schon längst kaputt ist. Oder weil ich Gappy bin, dass ich da nicht mehr beschützt werde. Weil ich zu mächtig bin sonst. Ich meine, ich bin jetzt eh schon zu mächtig. Irgendwas rollt hier. Da. So. Auch nix. Ja, egal. Ich versuch's jetzt. Einfach. Ich habe jetzt 10 Versuche. Ich habe ja 9 Lives und mindestens mal ein zusätzliches Leben, glaube ich, durch Gappys Color. So, komm. Jetzt müssen meine Fliegen handeln. Seht ihr, was das für eine Fliegenproduktion ist? Ja. Was? Wir müssen noch weiter? Och, fu. Okay, damit habe ich nicht gerechnet, dass wir hier noch... Ach so, wir müssen automatisch in Sheol runter. Wir müssen immer gegen den Teufel kämpfen. Damit habe ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gerechnet, dass wir hier unten immer noch kämpfen müssen. Oh ja, Spirit Heart. Ja, da kann ich jetzt einfach drüber fliegen. Bob's Rotten Head, gut, kann ich mit schießen. Bringt uns gegen den Teufel, glaube ich, nicht ganz so viel. Und die Sloths hier, die sind ja für Guppy sind die auch kein Problem. Vor allen Dingen nicht mit 200% Schaden fliegen. Also ich meine, Guppy hat ja immer diese Fliegen. Was, noch ein Bob's Rotten Head? Wie viele von den Dingern wollen sie mir noch hinterher schmeißen? So, gerade mal benutzt. Wenn ich jetzt den anderen Rotten Head aufsammle, ist der dann wieder voll, oder? Ja, der ist voll. Gehe ich da rein? Nee, gehe ich nicht, glaube ich. Ja, gut. Soll ich's? Ich meine, passieren kann mir ja nichts. Oh ja. Hat's gelohnt. Auch wenn ich jetzt wieder ein Herz verloren habe davon. Es hat sich gelohnt. So, und ich muss jetzt aufpassen mit den Viechern. So, mal gucken. Vielleicht Spirit Heart? Nein. Hier ist Spirit Heart, komm. Naja, zumindest habe ich meine Bombe wieder rausbekommen. Ach, Loki, mein alter Freund. Alter Freund Kupferstecher. Was machst du hier? Habe ich dich nicht oben schon mal im Boss-Trap getötet? Ich dachte es... Also, es war mir so. Aber gut, wenn du meinst, du müsstest mir hier unten nochmal auflauern. Macht nichts. Meinen alten Kumpel Loki, den treffe ich ja gerne mal. Auch wenn ich hier wieder meine ganzen Herzen verliere. Los, komm wieder. Ja, Guppys Head, gut. Dann bin ich noch zufriedener. Ach, Megamau. Oder Mega Man oder wie auch immer. So. So. Zack, wieder fliegen. Ich bin ultimatives Guppy. Monster. Anders als Monster kann man Guppy eigentlich nicht bezeichnen. Weil keine Katze ist so mächtig. Ich meine, Katzen sind eh mächtig, aber nicht so mächtig. Oh ja, du. Los, komm. Stirb. Stirb einfach. Hast eh nichts zu sagen. Gucken, vielleicht, ja, das Zeug brauche ich eigentlich gar nicht aufsammeln, so eine Bombe. Weil eine Bombe allein nützt mir gar nichts. Und warum habe ich dem Vieh so viel Schaden gemacht, dass es in diesem Zustand war? Ich treff's nicht. Also ich kann es nicht töten, weil es sich einfach gut verstecken kann. So, die paar Geisterchen hier. Wenn meine Fliegenproduktion jetzt anhält, dann sind die eigentlich überhaupt kein Problem. Problem ist halt, solange sie unsichtbar sind, produziere ich keine Fliegen. So, komm. Hä? Ich dachte, ich hätte ihn zerlegt. Da ist noch einer. So. Jetzt. Puh, in diesem Zustand gegen den Boss. Okay. Los, komm, Satan. Ja, ich bin anwesend. Schick mir deinen ersten Diener. Na, mein Freund. Oder meine Freunde. Ach, die sind ja überhaupt kein Problem. So, Satan oder Satanchen oder wie auch immer ich dich nennen soll, mein Freund. Und du bist auch hin? Gut, dann schick mir deine Beinchen. Deine lieben kleinen Beinchen. Och, sind die nicht putzig? Nein, sind sie nicht. Gut, das schwarze Herz habe ich schon mal verbraucht, leider. So. Fliegen, ihr müsst jetzt gut mithelfen. Ich kann den nicht... Also ohne euch haben wir hier ein großes Problem. Ja, meine Fliegen haben ihn getötet. Das sollte den Pokal geben. Yay. Huh. Jetzt geht mir schon ein bisschen der Puls.
Gut, Leute, dann lasst mir doch jetzt Kommentare, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Challenges oder Runs mit The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann, euer Wolf.